Die Baureihe 202, eine Variante der legendären V100 Diesellokomotive der Deutschen Reichsbahn, ist auch heute noch auf deutschen Schienen unterwegs. Diese Lokomotive mit ihren 1200 Pferdestärken starken Motoren entstand durch zahlreiche Umbauten und Modernisierungen in den 80er Jahren und hat sich seitdem als zuverlässiges Arbeitstier bewährt. Einst für den mittleren Zugdienst und den schweren Rangierdienst in der DDR gebaut, entwickelte sich die Baureihe 202 zu einer wahren Allzweckmaschine. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Zusammenschluss der Bahngesellschaften stand die Baureihe 202 zunächst vor einer ungewissen Zukunft. Doch Unternehmen wie die Erfurter Bahn Service GmbH erkannten das Potenzial dieser robusten Maschinen. Die Erfurter Bahnservice GmbH, ein junges Unternehmen mit einer Leidenschaft für historische Eisenbahntechnik, hat sich darauf spezialisiert, die Baureihe 202 zu restaurieren und zu modernisieren, um sie für den modernen Güterverkehr nutzbar zu machen. Mit großer Hingabe und fachlichem Know-how pflegt die Erfurter Bahnservice GmbH diese Lokomotiven und kombiniert dabei historische Technik mit zeitgemäßen Dienstleistungskonzepten. Am Standort Erfurt nutzen sie ihre jahrzehntelange Erfahrung, um die Baureihe 202 in bestem Zustand zu halten. Heute rollt die Baureihe 202 der Erfurter Bahnservice GmbH wieder durch Deutschland und ist ein Symbol dafür, wie alte Technik mit neuen Ideen zum Leben erweckt wird. Ihre Einsätze auf den Gleisen erinnern an die stolze Eisenbahngeschichte und zeigen, dass Tradition und Innovation Hand in Hand gehen können. Die Rokospur H0, Diesellokbaureihe 202 der Erfurter Bahnservice GmbH ist ein echtes Highlight in der Modellbahnwelt. Dieses Modell, das exklusiv für den Modellbahnshop Lippe gefertigt wurde, ist auf nur 500 Stück limitiert und kommt mit einem nummerierten Zertifikat. Die Diesellok trägt die Betriebsnummer 202-597-1 und ist im Maßstab H0 perfekt umgesetzt. Sie hat einen leistungsstarken Motor mit Schwungmasse über den vier Achsen angetrieben werden. Zwei der Achsen haben Haftreifen, was bedeutet, dass sie auf euren Modellbahnstrecken gut unterwegs sein wird. Die Kupplungsaufnahme entspricht dem NEM 362 Standard und ist mit einer Kurzkupplungskinematik ausgestattet. Außerdem gibt es eine elektrische Schnittstelle nach Plux 22. Die dreilichtige Spitzenbeleuchtung in Rot und Weiß wechselt je nach Fahrtrichtung. Das sorgt für ein vorbildgerechtes Lichtspiel auf eurer Bahn. Ein weiteres Highlight sind die detaillierten Drehgestelle und die lupenreine Bedruckung. Alles ist wirklich fein herausgearbeitet, sodass das Modell sehr realistisch aussieht. Zusammengefasst, die Roko Diesellok Baureihe 202 ist ein tolles Modell für jeden Modellbahnliebhaber, das durch seine Details und den Soundeffekt besonders heraussticht. Wenn euch dieses Modell interessiert, schaut unbedingt bei uns im Shop vorbei und sichert euch euer Exemplar.